Hallo, folks. Ja, man will das vielleicht gar nicht glauben, aber es ist tatsächlich so, ich müsste etwas mehr auf mein Gewicht achten. Aber ich bin blöderweise da so ein bisschen zu verdammt. Oh, das ist eine dreifarbige Katze. Hier ist sowieso viel los. Eben war hier ein Buntspecht, ein paar Stare tanzen auf der Wiese. Zwei Rotkehlchen saßen auf dem Zaun. Hier ist was los. Aber Gewicht, ja. Also mir geht es im Grunde ähnlich wie auch Chuck Norris. Ich müsste auch was Gewicht verlieren. Aber bei Chuck Norris ist ja auch so, wenn der will auch Gewicht verlieren. Aber das geht nicht, weil Chuck Norris halt nie verliert. So geht es mir blöderweise wohl auch. Eben, als man die Lampen anzünden und anfangen wollte, kam die Köchin herein und sagte, draußen sei jemand, der Petra einen Gruß ausrichten wolle. Es stellte sich heraus, dass es ein Matrose aus ihrer Vaterstadt war, den ihre Mutter beauftragt hatte, Petra aufzusuchen, da er zufällig in die Gegend kam. Er war über eine Meile zu Fuß gewandert und musste schleunigst wieder umkehren, weil sein Schiff gleich darauf unter Segel ging. Petra begleitete ihn ein Stück, um ein bisschen länger mit ihm zu plaudern. Er war ein ehrlicher Mensch, den sie von früher her kannte. Der Abend war ziemlich finster. Auch auf dem Pfarrhof waren alle Fenster dunkel, außer im Waschhaus, wo große Wäsche war. Auf der Landstraße war kein einziges Licht zu sehen, kaum dass man den Weg selbst sah, denn der Mond hatte sich noch nicht über die Berge emporgeschlängelt. Trotzdem ging Petra tapfer mit, sogar bis in den Wald hinein, obwohl es zwischen den Bäumen unheimlich düster war. Besonders eine Nachricht hatte sie interessiert. Der Matrose hatte ihr nämlich erzählt, Pedro Olsens Mutter sei gestorben und er habe sein Haus verkauft und sei hinaufgezogen zu Gunlaug, wo er in Petras Giebelstube hause. Das war nun schon fast 2 Jahre her und dabei hatte die Mutter dies mit keinem Wort erwähnt. Jetzt endlich ging Petra ein Licht auf, wer die Briefe für die Mutter schrieb. Vergebens hatte sie sie immer wieder danach gefragt, denn in jedem Brief stand am Schluss auch einen Gruß von dem, der den Brief geschrieben hat. Der Matrose war von der Mutter beauftragt zu fragen, wie lange Petra noch im Pfarrhaus bleiben wolle und was für Absichten sie für später habe. Auf die erste Frage antwortete Petra, das wisse sie nicht. Und als Erwiderung auf die zweite Frage ließ sie der Mutter sagen, es gäbe in der Welt nur eins, was sie gern möchte. Und wenn sie das nicht werden könnte, so sei sie so unglücklich fürs ganze Leben. Sie könne aber vorläufig noch nicht sagen, was es sei. Während Petra mit dem Matrosen schwatzte, saßen der Propst und Signe im Wohnzimmer und sprachen von Petra, an der sie beide ihre Herzensfreude hatten. Da kam der Großknecht herein und nachdem er den Tagesbericht erstattet hatte, fragte er, ob die Herrschaft eigentlich wisse, dass die fremde Jungfer nachts an einer Strickleiter aus ihrem Fenster und wieder hinaufklettere. Er musste es 3-mal wiederholen, bis einer von den beiden begriff, was er da sagte. Er hätte ebenso gut erzählen können, sie klettere an den Mondstrahlen auf und ab. Es war dunkel im Zimmer und jetzt wurde es ganz still. Nicht einmal des Propstes Pfeife war zu hören. Endlich fragte der Propst mit einem gewissen dumpfen Klang in der Stimme, »Wer hat das gesehen?« »Ich habe es gesehen. Ich war gerade auf und fütterte die Pferde. Es mag wohl so um 1 rum gewesen sein. An einer Strickleiter ist sie hinuntergeklettert und wieder hinauf.« Abermals lange Pause. Petras Zimmer lag im Oberstock, das Eckzimmer, das auf die Einfahrt hinausging. Sie war die einzige, die oben schlief. Niemand außer ihr wohnte nach dieser Seite zu. Ein Missverständnis konnte also nicht obwalten. Sie wird's im Schlaf getan haben, sagte der Knecht und wollte sich davon machen. Aber die Strickleiter, die kann sie doch nicht im Schlaf gemacht haben, sagte der Propst. Das dachte ich mir eben auch und darum sagte ich mir, es wird schon das Beste sein, ich sag's dem Hausvater, sonst habe ich keinem davon gesagt. Hat es außer dir noch jemand gesehen? Nein, aber wenn der Hausvater mir nicht glaubt, so muss die Strickleiter mein Zeuge sein. Wenn sie die nicht oben liegen hat, dann werde ich ja wohl falsch gesehen haben. Der Propst stand sogleich auf. Vater, bat Signe, mach Licht, antwortete der Propst in einem Ton, der keinen Widerspruch zuließ.
Signe zündete selbst das Licht an. Vater, bat sie noch einmal, als sie es ihm reichte, solange sie in meinem Hause ist, bin ich auch ihr Vater. Es ist meine Pflicht, die Sache zu untersuchen. Der Propst ging mit dem Licht voran, Signe und der Großknecht hintendrein. In dem kleinen Zimmer war alles in Ordnung. Nur auf dem Nachttisch lag ein ganzer Stapel von Büchern, das eine aufgeschlagen über dem anderen. Liest sie des Nachts? Ich weiß nicht, aber vor eins macht sie nie das Licht aus. Der Propst und Signe sahen einander an. Um 10, halb 11 abends ging man im Pfarrhaus auseinander und um 6, 7 Uhr versammelte man sich morgens. Weißt du davon? Signe antwortete nicht, aber der Großknecht, der in einer Ecke kniete und kramte, sagte, sie ist doch nicht allein. Was sagst du da? Freilich, es ist immer einer bei ihr, mit dem sie redet. Manchmal macht sie einen Heidenlärm. Ich hab's oft gehört, wie sie gebettelt und gedroht hat. Wahrscheinlich hat irgendein Kerl sie in der Gewalt. Das arme Wurm. Signe wandte sich ab. Der Propst war totenblass geworden. Und da ist auch die Leiter, fuhr der Großknecht fort. Er zog sie hervor und stand auf. Zwei Wäscheleinen zusammengehalten durch eine dritte, die, an die eine geknotet war, dann quer zur anderen hinüberlief, dort ebenfalls festgeknotet war und so in der Breite von etwa einer halben Elle stufenweise fort, bis die Leiter fertig war. Alle betrachteten sie aufmerksam. »War sie lange fort?«, fragte der Propst. Der Großknecht sah ihn an. »Wie denn fort? Ich meine, ob sie lange fort blieb, nachdem sie die Leiter hinuntergeklettert war?« Signe zitterte vor Angst und Kälte. »Sie ist doch gar nicht weggegangen. Sie ist gleich wieder hinaufgeklettert.« »Wieder hinauf? Wer ist denn weggegangen?« Signe machte eine Bewegung und brach in Tränen aus. »Den Abend war keiner da, das ist gestern gewesen.« »Also war sonst keiner auf der Strickleiter, bloß sie?« »Ja, sonst keiner.« »Und sie ist hinuntergeklettert und gleich wieder hinauf?« »Ja.« »Sie hat also nur probieren wollen«, sagte der Propst, und es war, als atme er ein bisschen erleichtert auf. »Jawohl, bis sie jemand anders dran raufklettern lässt«, fügte der Knecht hinzu. Der Propst sah ihn an. »Du meinst, dies sei nicht die erste, die sie gemacht hat?« »Nein. Wie sollte denn sonst jemand zu ihr heraufkommen?« »Hast du schon lange gewusst, dass jemand zu ihr kommt?« »Erst seit diesem Winter, als sie immer so spät in der Nacht hinein Licht hatte. Vorher ist mir es nie eingefallen, nachzusehen.« Der Propst fragte streng, »Also den ganzen Winter hast du es schon gewusst? Weshalb hast du es mir nicht schon eher gesagt?« »Ich habe geglaubt, es wäre jemand vom Haus, der bei ihr sei. Aber wie ich sie gestern Nacht auf der Leiter sah, da kam ich erst drauf, dass es jemand anders sein müsse. Ja, es ist leider kein Zweifel, sie hat uns alle getäuscht.« Signe blickte flehend auf. »Sie müsste vielleicht nicht so weit weg von der anderen schlafen«, meinte der Großknecht, während er die Strickleiter zusammenwickelte. »Sie sollte eigentlich überhaupt nicht mehr in diesem Hause schlafen«, sagte der Propst und ging. Die anderen folgten ihm, aber als sie wieder unten waren und er das Licht hingestellt hatte, warf Signe sich an seine Brust. »Ja, mein Kind, das ist eine arge Täuschung.« Eine Weile darauf saß Signe in der Sofaecke, ihr Taschentuch vor Augen gepresst, der Propst hatte seine Pfeife angesteckt und ging unruhig auf und ab. Da hörten sie aus der Küche ein Geschrei, ein hastiges Laufen auf der Treppe und Getrappel oben im Flur. Sie eilten beide hinaus, in Petras Zimmer brannte es. Von der Kerze war ein Funken in die Ecke gefallen, denn dort war das Feuer entstanden. Hatte sich im Nu die Tapete entlang gefressen, das Holzwerk am Fenster erreicht und dort hatte ein Vorübergehender es bemerkt und war sofort ins Waschhaus gerannt, wo die Mägde bei der Wäsche waren. Das Feuer war bald gelöscht, aber auf dem Lande, wo alles Jahr aus Jahr ein seinen gleichmäßigen Gang geht, bringt die geringste Störung die Gemüter in Aufruhr. Das Feuer ist ihr schlimmster und gefährlichster Feind, an den sie sich beständig denken. Und wenn er wirklich eines Nachts kommt, sein Haupt aus dem Abgrund emporreckt und mit gierigen Zungen zischend nach Beute leckt, da erhebt alles und findet wochenlang keine Ruhe mehr. Ja, manche ihr ganzes Leben lang nicht mehr. Als der Propst und seine Tochter wieder im Wohnzimmer waren, wo jetzt die Lampen brannten, da war es beiden ganz unheimlich zumute, dass Petras Zimmer so rasch geräumt und jede Erinnerung an sie verbrannt war. Im selben Augenblick hörten sie Petras klare Stimme fragen und rufen. Sie sprang die Treppe hinauf und wieder herunter, lief vom Boden in den Hausflur,
vom Flur in die Küche und kam dann, noch in Hut und Mantel, in die Wohnstube gestürmt. »Gott, es hat ja in meinem Zimmer gebrannt!« Niemand antwortete, aber sie fuhr in ihren einem Atem fort. »Wer ist oben gewesen? Wann ist es denn geschehen? Wie ist das Feuer ausgekommen?« »Er selbst sei oben gewesen«, antwortete jetzt der Propst. »Er habe etwas gesucht, dabei sah er sie scharf an.« Aber Petra verriet nicht durch das mindeste Zeichen, dass ihr dabei etwas Auffallendes finde. Sie zeigte auch keinerlei Besorgnis, dass irgendetwas gefunden haben könne. Sie schöpfte nicht einmal Verdacht, als Signe gar nicht von ihrer Sofaecke aufblicken wollte. Sie glaubte, es sei noch der Schreck vom Brande her und fragte in einem fort, wie es entdeckt und gelöscht worden sei, wer es zuerst gesehen habe, und als ihr nicht rasch genug Bescheid wurde, stürzte sie wieder hinaus, wie sie hereingekommen war. So. Tot ziens.